Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Mass Effect Andromeda. Mein Name ist der Ed. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach der einen einzigen Glyphe. Und ja, ich habe die Theorie, dass es eventuell von außen irgendwie ranzukommen ist. Aber wie, weiß ich noch nicht. Irgendwie muss es ja gehen. Irgendwie wird das gehen. So, lass mal gucken. Ist hier irgendwie ein Höhleneingang oder sowas? Eher nicht, ne? Hier ist alles dicht. Irgendwie ein Durchgang oder sowas? Irgendwie muss man da rankommen. Na, den haben wir gefunden. Das ist nicht das Problem. Wenn ihr natürlich den hier meint, bin ich aufgeschmissen, ne? Den haben wir ja schon gefunden. Schon wieder so ein Vieh. Irgendwie muss es doch gehen hier. Ich scanne, ist auch nichts, was mir sagen würde. Junge. Das ist. Den haben wir doch schon, oder? Nee. Ich glaube, das genügt. Mein Gott, da war sie. Mal wieder den Wald von lauter Bäumen nicht gesehen. Okay. Dann können wir jetzt rein und den Monolithen aktivieren. So, gib Gas, Junge. Ja, essenzeitig. Auf geht's. Schwupp. Wenn die Dinger laufen und dann können wir das ja das Gewölbe wieder aktivieren, dann ist der Planet ja, ja wieder etwas lebensfähiger und wir haben, brauchen nicht mehr so viel Sorgen haben wegen der Kälte. So. Gucken wir uns das mal an. Was wir hier haben. Ah ja, wie beim letzten Mal, so ein richtig großes mal wieder. Lass mal schauen. Lass mal überlegen, was wir denn da haben. Also, wir machen es wie beim letzten Mal. Erstmal außen rum, dann inneren rum. Den haben wir, den haben wir und den haben wir. Das heißt, wir haben den noch nicht. Und das Ding haben wir auch noch nicht. Diesmal andere Glyphen. Okay. Die Reihe passt. Jetzt gucken wir uns die Reihe wieder an. Da haben wir dieses Symbol und dieses. Das heißt, wir haben... Das ist noch nicht in der Reihe. Okay. Das haben wir... Das Symbol da unten. Das haben wir noch nicht. Und jetzt gucken wir nochmal hier. So, dann passt die Reihe auch. Und das ist auch noch nicht da vorhanden. Und da auch noch nicht, ne? Ist ja logisch. Eigentlich ist es ja relativ easy peasy. Wenn man ein bisschen überlegt. Das passt, das passt. Das heißt, hier fehlt noch dieser Zweier-Pfeil, nenne ich ihn mal. Gut, das haben wir auch. Theoretisch sollte das passen. Jetzt gucken wir uns das hier an. Die beiden Symbole. Das ist noch nicht da drinne. Okay. Dann haben wir dieses Symbol. Na, das ist auch noch nicht da. Und dann haben wir noch dieses Symbol hier. Dann passt das auch. Gut, dann haben wir die Reihe. Außenrum haben wir jetzt. Da haben wir dieses, dieses, dieses. Da fehlt ja eigentlich dann nur noch dieses. In der Theorie zumindest. Für diese Reihe. Dann gucken wir uns diese an. Haben wir das und das und dieses. Das und das und dieses. Ich probiere einfach jetzt mal. Ja, dann passt das hier rein. Ja, das passt. So, dann müssen wir hier gucken. Okay, da fehlt nur dieses Symbol. Und jetzt haben wir hier noch ein einziges Symbol offen. Haben wir
Rest, sondern fehlt hier eigentlich nur noch dieses offene. Und Erfolg. Yes. Ich hab's. Sehr gut. Jetzt können wir zum letzten Monolithen fahren. Und den Planeten und dann zumindest das Gewölbe wahrscheinlich wieder aktivieren. Schwupp. Kurz kicken. Auf Karte. Ja, da ist das Ding. Hier wäre noch ein Landeplatz. Da fahren wir nochmal hin. Den holen wir uns noch. Den Landeplatz. So. Na komm. Panzer. An das Ding jetzt. Fahren wir direkt drauf zu. Na komm. Na los, komm, du schaffst das. Was ist denn los? Komm. Das schaffst du nicht, oder was? Dann schaffst du doch auch immer alles. Komm, das Stück hier noch. Sind wir gleich da beim Landeplatz? Glaube ich doch zumindest. Dort hinten. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Sehr gut. Abbauzonen wurden Ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Ah. Ich wollte eigentlich... So, sehr gut. Wir sind wieder voll mit Munition. Da wäre auch noch was. Das Herz entfernen, die Kettbasis auskundschaften. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir das mit. Holen wir uns das. Und machen dann den Monolithen. Weil wir brauchen ja nicht immer hin und her zu eiern. So, Vollgas. Geht's zur Kett-Einsatzzentrale. Mhm. So, lass mal gucken, wo die hier rumlungern. Eine ganze Menge, glaube ich. Da. Ah, da ist einer. Wow, 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 wow. Komm. Komm. Bist du hinne? Der ist jetzt aber hinne. Ich liebe das neue Snipergewehr. Ein Schuss meistens, ein Tod. Geile Nummer. Wie schmeckt dir das? Ah, wo bist du? Wo wir gerade beim Thema Snipern sind, auf meinem Kanal gibt es auch Sniper Elite 4. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen Übung drin. Oh, jetzt, oh shit, jetzt gibt es Verstärkung. Gut. Ja, da kommen sie. Ne, so weit reicht es dann doch noch nicht. Mist. Ja, komm, zeig dich. Gut, der ist auch erledigt. Mädels, ich hoffe, euch geht's gut. Näher ran. Ich verstärke ihre Schilde.
sehr gut. Inne. Lade Munition da. Granate. Ei, ei, jetzt kommen wir von der Seite. Okay. Wow, 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 ich muss mal in Deckung gehen. Ei, caramba. Warte mal nach. Eine ganze Menge haben wir jetzt hier an der Backe. Ah, der war gut, der Treffer. Was ist denn los? Keine Munition mehr. Mann, ich hasse diese Cat. Ja, nicht nur du. Für den Hammer. Oh, 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 oh. Ei, 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 ei. Okay, einer muss wohl hier noch rumlungern. Da oben. Komm, zeig dich. Okay, der ist erledigt. Schweres Zielfernrohr. Sehr geil. Ich glaube, jetzt scheint hier Ruhe zu sein. Nachladen. Oder auch nicht. Irgendwo ist hier noch einer. Wo denn? Ist der Typ? Lassen wir erstmal ja. Halten Sie nach Cat Ausschau. Die haben bestimmt etwas dagegen, dass wir hier drin sind. Ja, das glaube ich auch. Oh. Der hält da schön. Sehr geil. Da können wir schön was mitnehmen. Sehr geil. Lithium. Schöne Sachen. Da können wir wieder was Schönes basteln. So, Schrotfilter. Da oben ist auch noch was. Können uns hier richtig gütlich tun, ne? Gucken wir mal da drüben. Hätten es bestimmt auch noch gedönst. Gut aus. Sie scannen. Nicht wirklich. Aber da hinten ist noch Gedöns. Da gehen wir ran. Ist ja wohl klar. Na komm. Die Lebenserhaltung ist im kritischen Bereich. Oh, sehe ich gerade. Okay, 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 okay. Wie aber das jetzt noch aufmachen hier? Bevor wir dann in die Dings gehen. In die Base selber rein. Weil wir wollen ja schließlich auch den Lohn für unsere Mühen hier einsacken, ne? Halten Sie nach Cat Ausschau. Die haben bestimmt etwas dagegen, dass wir hier drin sind. Ja, erstmal alles mitnehmen. Sortiert wird später. So, schnell jetzt in die Base. So.
Erstmal wieder ein bisschen auftanken. Mal schauen. Was uns jetzt hier noch erwartet. Ist noch nicht abgeschlossen. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Ja, sind wir hier überhaupt richtig? Ist das die richtige Dings? Ja, nee, noch nicht. Wir müssen da hoch. Das war nur so eine Art Vorposten. Ich verstehe. Eine Art Vorposten. Das heißt, wir müssen da hoch mit unserem Nomad. Vollgas. Ernsthaft, kommst du da nicht hoch? Hey. Geht doch. Oben ist die Basis. Frage mich, ob wir die Kiste auch noch mal ein bisschen upgraden können, was den Speed angeht. Vor allen Dingen in diesem 6-Grad-Antrieb. Oder einen längeren Boost oder sowas. Jetzt die Base da rum oder nicht? Was ist denn das jetzt hier? Interessanter Ort. Okay, ist ein interessanter Ort da drüben. Mhm. Fahren wir mal rüber. Hier schon wieder so eine vorgeschobene Base haben. Städte voraus, Pathfinder. Sie könnte über Verteidigungsmaßnahmen verfügen. Ach, das ist der interessante Ort. Okay. Okay, der ist erledigt. Erstmal die Sachen einsammeln, ne? Unter Beschuss. So. Platin. Und was soll jetzt hier Interessantes sein? Fragezeichen. Materialien. Nichts, was mich jetzt hier irgendwie... Höchstens hier die Base nochmal, oder was? Schauen wir mal, was es hier noch gibt. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Okay, das ist... ist stabil. Da sind Cat drin, ne? Checkung machen. Boah, ist so eine Menge da drin, ne?
Das sollte nicht passieren. Das war so nicht geplant. Nee, jetzt muss ich hier rumlaufen oder was? Na komm. Der ist alles voll mit Cat. Das Geballere geht schon gut los hier. Und ich bin hier ganz unten. Das war so auch nicht geplant. Komm schon. So, jetzt aber. Wir sind da drinne. Komm schon. Mal sehen. Mann, oh Mann, ey. Spezialisiert er darauf mittlerweile. Das ist immer noch einer, oder was? Alter Falter, ey. Meine Güte. Da hinten ist was. Nachladen. Machen wir mal. Sieht ja so an sich hier ganz safe jetzt aus. Was ist das? Okay. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Ja, ja. Bleib locker. Was zum Scannen? Ne. Was ist hier? Nix. Nix, nix, nix. Gut, da können wir eigentlich zum Nomad zurückgehen und dann jetzt die Basis dann beim nächsten Mal auskundschaften. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Das ist schön. Das freut mich. Zeit, dass wir hier diesen kalten Planeten definitiv mal wieder entfrosten. So, rein und safe. Und ich sag mal für heute goodbye. War ja wieder massig Action dabei. Und wir sehen uns im nächsten spannenden Part von Mass Effect Andromeda. Bis dahin sag ich ciao, ciao. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao. Ist das unsere goldene Welt? Das ist Habitat 7. Die neue Erde, wenn wir Glück haben. Wir sind havariert und treiben mit 20.000 Seelen durchs All.